Ich verdiene. Video. Das, was ich gerade gemacht habe, war der Mail Dance. Also dieses, das ist mein selbst erfundener Tanz, den habe ich früher mal erfunden. Und Leute, was gibt's denn noch im Vlog, Leute? Heute habe ich was ganz, ganz Spezielles. Nämlich, wir reden auf jeden Fall über mehrere Themen, aber... Gut, die Schlüsseltradition haben wir dann eingehalten. Aber Leute, was? Ich habe mir eine Pizza gemacht. Heißt, ich hole mir jetzt erstmal meine Pizza aus dem Ofen. Nicht, dass die jetzt noch verbrennt. Wir sehen uns gleich. Mamma mia, Pizza, Pizza, Italiano, Pizza, Italiano. Pizza 4, oh, Pizza Italiano, Mamma mia! Hä, wo ist die Pizza hin? Naja. Cringe. Dann machen wir weiter mit dem Video. Also Leute, ich bin gerade vom Sport gekommen, deswegen ist es jetzt 20 Uhr. Ich habe mir dann noch eine kundige Pizza gegönnt, wie ihr eben gerade schwer erkennen konntet. Und jetzt kommen wir zum Video. Nämlich, heute wollte ich ein bisschen über YouTube reden, ein bisschen Real Talk und auf jeden Fall den Top kommen! So Leute, wir sind hier wieder mal an meinem PC und jetzt wird spannend, wer wird der Top kommen? Auf jeden Fall mal bei dem MeinIQ ist 0 auf jeden Fall mal anschauen und danke für alle Kommentare, die reingekommen sind. Aber ich glaube, der Top kommen steht und es ist bam! Hier, der liebe, einfach Raffi und wir drücken ihn gleich aus. So, da haben wir es. Ja, das war auch schon. Ja, also der heutige Top-Kommentar ist der liebe einfach. Was macht mein Druck her? Der heutige Top-Kommentar ist der liebe einfach Raffi. Und er schreibt, wenn ich Top-Kommentar werde, esse ich Melix auf. Es hat 8 Likes. Bitte isst mich nicht auch. Immer wieder Magic. Magisch. 3, 2. Da haben wir den Kommentar von einfach Raffi und wir kleben den ans Community Board. So, wo kommt der hin? Ich würde sagen, hier ist noch ziemlich leer. Also einfach Raffi, du darfst diese Seite hier einfach mal ganz gechillt ehren. Läuft bei dir. Und dann kommen wir zum eigentlichen Vlog. So Leute, dann haben wir hier einen Real Talk. Echt erstes Thema, es geht um Werbung. Wie ihr wisst, bin ich Milliardär, habe eine Luxusvilla und kann mit Geld um mich werfen. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Einmal eine kaputte Brille, läuft. Hey Leute, ich kann nicht mit Geld um mich werfen, das ist nur echt Geld. Wenn ihr es genau wissen wollt, ich setze in YouTube sehr viel Geld. Kamera kostet sehr viel Geld, das Mikrofon kostet Geld, die Schneideprogramme kosten jedes Monat Geld. Der Schnitt kostet Zeit. Fahrten zum Beispiel zu Miss Fit oder Kinopremieren oder das ganze Konfetti beim Faschingsvideo kostet diese hier Moneten. Und dann fragen sie sich. Und dann kommt manche so an, yo, wie läuft's mit YouTube Money? Und ich denke mir so, ich verdiene 00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 
jetzt noch null bis jetzt mit YouTube verdient habe. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt das verdienen, sondern wenn man Werbung schaltet, dann ist das professioneller und generell die Videos werden dann auch mehr angezeigt. Und wir, ihr alle hier, wollen ja den Mail-Squad entwickeln. Und dass der Mail-Squad so richtig... 5 Minuten später. So Leute, bevor wir das Video jetzt noch komplett beenden, muss ich noch was machen, nämlich folgt mir auf jeden Fall auf Insta, Snapchat, aber wichtigsten ist auf jeden Fall, folgt mir auf Insta, denn auf Insta kommt jede 4 Tage ein Bild. So Leute, ich habe jetzt hier auf dem PC einfach mal kurz ein Bild bearbeitet. Ihr seid live dabei, wie wir das jetzt auf Instagram posten. Bam, so gepostet. Schauen wir mal, wie das Bild aussieht. Hier in der Kleinansicht, sieht man noch nicht so gut. Leute, hier am PC nochmal in der Mega-Ansicht. Wow, it's amazing. Hier sind Kommentare. Wow, ein Kommentar. Grüße gehen raus. Naja, Leute, folgt mir auf jeden Fall. Duden. Habe ich dir von Weltbild mitgebracht. Toll, danke. Naja, Leute, folgt mir auf jeden Fall auf Insta dann. Und dann würde ich sagen, Grüße gehen raus, wenn ein Top kommt. Wünsche ich euch echt noch einen mehligen Tag. Und ciao. Schnauzer. It's raining tacos. Sonntag 16 bis 18 Uhr Mailix Livestream. Also Leute, schaut auf jeden Fall am Sonntag um 16 Uhr im Livestream.